Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. Jetzt hatte ich gestern so selbstverständlich darüber erzählt, dass ja mein Roan erschossen wurde. Ja, was habe ich depp gemacht? Ich hatte ja die Folge, wo ich im Fort gekämpft habe, hatte ich ja gecuttet. Nun wollte ich den zweiten Teil der Folge dann am nächsten Tag noch schneiden, beziehungsweise am Abend, war da aber so hundemüde, dass ich gesagt habe, okay, nee, machst du morgen. Und dann habe ich die ganze Folge gelöscht, weil ich dachte, ich hätte sie fertig geschnitten. Deswegen habt ihr den Teil 2 der Folge gar nicht mehr gesehen. Da habe ich nämlich noch die Leute aus dem Fort gelootet, habe den Kerl, auf dem das Kopfgeld ausgeschrieben war, auf mein Pferd geladen. Und unterwegs bin ich von Anhängern von ihm angegriffen worden. Ich habe sie zwar umbringen können, aber sie haben leider mein Pferd sehr stark verwundet und ich hatte leider keinen Pferdewecker dabei. Deswegen habe ich den Red Roan bzw. Bay Roan leider nicht mehr. Das habt ihr gar nicht gesehen. Ich habe letzte Folge, wie gesagt, ganz normal darüber gesprochen, weil ich da noch nicht wusste, okay, Kali, du hast es verkackt. Ja, etwas blöd alles. Deswegen ist der jetzt nicht mehr bei mir. Ich schmeiß mein Handy bald aus dem Fenster, soweit ich es nur schmeißen kann. Ich habe es geupdatet. Momentan will es jeden Tag ein Update ziehen. Und der Sound wird einfach, der geht einfach nicht aus, obwohl ich es auf stumm habe. Ich verstehe es nicht. Das will mir nicht in den Kopf rein. So. Mehr ist zum Glück in diesem Teil der Story dann nicht mehr passiert, aber es ist ja auch schon schlimm genug, was da passiert ist. Und vor allen Dingen, dass ihr es nicht miterlebt habt. Und ja. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter nach Blackwater. Ich sollte mir wohl einen Punkt setzen, aber nicht exakt dem Punkt folgen. Ich muss gucken, dass ich den Gesetzeshütern nicht in die Finger komme. Ansonsten habe ich ein dickes Problem. Dann habe ich ein richtig dickes Problem. Und ich wollte Black ja auch nicht verlieren. Und ich habe ja schon wieder vergessen, mir Pferdewecker zu kaufen. Das heißt, wenn jetzt irgendwas passiert, dann habe ich wieder ein Problem. So, da unten ist ein Lager, da ist ein Lagerfeuer. So, also wir reiten jetzt erstmal hier über die Brücke. In der Hoffnung, dass kein Zug kommt, obwohl ich kann hier eigentlich weit genug ausweichen. Ja, $245 Kopfgeld sind hier in West Elizabeth auf mich ausgesetzt. Und jetzt muss ich eben, wie gesagt, schauen, dass ich bloß keinem Gesetzeshüter in die Hände falle. Vielleicht können wir ja hier einfach da unten direkt den See durchqueren. Nicht See, den Fluss. Hier komme ich nicht runter. Komme ich hier runter? Das sieht so... Wow. Ja, das sieht gut aus. Dann gucken wir nämlich, dass wir hier durchkommen. Und dass ich mich so ein bisschen... Hier komme ich nicht hoch. Dass ich mich so ein bisschen hinterrücks anschleiche. Ich hoffe, wir bekommen das hin. Ja, irgendwie kriegen wir das schon hin. Die Frage ist nur, wie. Ich muss jetzt hier erstmal einen Weg finden, wie ich hier raufkomme. Das sieht gut aus. Ja, das hat doch super funktioniert, hätte ich gesagt. A lot. Uniforms everywhere. You see Sean? No. I don't think so. Damn it. Where's Trelawney? Who knows?
Just keep your eyes open. Hey. Oh, yeah. Where is that little Irish bastard? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater to see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, pictures of Dutch and Hosea. Oh, he got a lot of money sitting in that town. And that's where it's gonna remain for now. Why haven't they hanged Sean, I wonder? I think he's bait. Well, they want to trial him publicly. Gentlemen, Sean is being moved up the Upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side, and then we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go see. Okay, also, bis hierhin sind wir ganz gut gekommen. The government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure, well, we'll rescue Sean and then we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. Okay, boy. Let's go. Okay, finde das Boot irgendwo da hinten. Da, wo wir jetzt eben hochgekommen sind, reiten wir vielleicht auch am besten direkt wieder runter. Let's head up river and find this boat. Keep your eyes open for Pinkertons. Oh, Wildpferde. They got patrols out all over this area. Yes, south of the river, West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. It's definitely as bad as we feared in there, Arthur. I keep hearing about this woman, Heidi McCourt. Some young mother, they're saying, Dutch murdered on the boat. I don't know about that. I wasn't there. Bad day. Don't go down there. My lord, the unsubtlety. Ja, ich komme ja schon zurück. And no money yet, it seems. I hope you know where that is, at least. Dutch and Hosea say they do, but it's trapped in the town. Oh, it must be wonderful to have such trust in one's parents. Ooh. Down there. Reckon those might be our boys. All right, gentlemen. Follow me. Ah ja, da ist das Boot. Nice and easy. Let's make sure it's him first before you go starting another war. You think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Let's go! Stay with them! You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Also, ob wir wirklich aussehen wie drei Männer auf Reisen, wenn wir hier so exakt der Landzunge folgen? There is a camp somewhere around here where the bounty hunters meet and transfer before continuing out west. I imagine that's where they're headed. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir da irgendwas in der Richtung finden.
Also ich finde, wir reisen gerade schon sehr auffällig. Oder was meint ihr? It's all right, boy. So, zwischendrin mal ein bisschen die Vertrautheit, die Verbundenheit auffrischen. Hey, I pulled into shore. Get your binoculars out. Let's see what we're dealing with here. Okay, wo habe ich denn das Fernglas noch gleich da? So who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys, but I hear they're a big crew, and wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking him up the canyon. There's Charles on the other side. Let's go. What about the other two down there? I've got an idea. Follow me. Hey! Du sollst ihm folgen, Pferd. Ich habe zweimal X gedrückt. Hey, warum folgt er dem nicht einfach? Ich verstehe es nicht. Jetzt klappt's. Quietly, if we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Get your knife ready. Keep your head down. Stay here. Okay. Messer haben wir bereit. Let's get in the river. Wait until he's got them off guard before crossing. Geh du mal vor, dann kann ich mich anschließen. Gentlemen, excuse me, dear brothers, my wife is taken ill, gravely ill. What's the problem? It's dear Bessie. You take the one on the left. Where is she? Let's go now. Keep down. I'm beside myself. If I lose Bessie, I lose everything. Oh, calm down, mister. I can't. I'm having a fit. God damn it, Arthur! Okay. Okay, let's get after him. Hey, ich will ihn plündern. As always, gentlemen. I think you have it from here. Und mein Pferd? Warum kommt mein Pferd nicht? Oh, Waffenöl, wunderbar. Damit kann ich meine Waffe wieder sauber machen. Ich mag mein Pferd noch holen. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Mission fehlschlägt. Ich kann nicht aufsitzen. Okay, dann war es ja noch umsonst. Hey, ja, dann hätte ich ja direkt mitlaufen können. Wo soll ich denn jetzt hinlaufen? Ich laufe mal hier hoch. Come on. We got two halfway up the canyon to deal with. You got there, eh? Können wir das nicht auch wieder mit dem Messer machen? Who's the guy you got them from? Is he alive still? Das ist noch einer, es sind keine zwei, das sind drei. Come on, focus. Focus, okay. Warum kommt er nicht mit? Thank you.
Vielleicht sollte ich ihr das nehmen. Yes. Den habe ich gut getroffen. Bewegen die sich noch? Ach Gott, da oben ist noch einer. Jawoll. Ich würde gerne plündern. Hallo. Scheint so, als ob das gerade nicht der günstigste Augenblick gewesen wäre, um zu plündern. Also, dass einem hier nie mal irgendwie Zeit gelassen wird in dem Spiel, ja? Warte, plündern, die haben Geld dabei, Junge. Ihr müsst noch viel lernen. Guck mal, $2 und starke Pferdearznei. Das kann ich doch nicht einfach liegen lassen. Also ganz ehrlich, ihr seid schon so Knallköpfe. Wir brauchen Geld und ihr lasst sie hier einfach alle liegen. Ja, ich habe den auf der Klippe gefunden. Er hat mich auch gefunden. Oh Leute, ihr macht mich fertig. Dutch soll doch zufrieden sein, wenn wir nach Hause kommen. Und er ist mit Sicherheit noch zufriedener mit uns, wenn wir noch einen Haufen Geld mit nach Hause bringen. Pferdearznei, auch wieder gut. Guck mal hier. Magenbitter und 50 mal Munition. Guck mal, was wir hier alles rausbekommen aus den Kerlen. Das sind top ausgestattete Kopfgeldjäger. Die kann man hier doch nicht einfach so nach dem Motto tritt sich fest liegen lassen. Also wirklich. Das ist, glaube ich, der, den ich runtergeschossen hatte. Und dann liegen oben auf der Klippe noch drei. Kämpft er schon wieder? Looten! Oh. Gut, bleibt mehr für mich. Ich hoffe nur, dass sie mir nicht wegrennen oder wie gesagt, dass die Mission fehlschlägt, nur weil ich hier jetzt zu lange noch brauche. Mein Pferd kann ich scheinbar immer noch nicht reiten, das kommt jedenfalls noch nicht mit. So, der eine liegt irgendwo auf halbem Weg nach unten auf der Klippe. Den würde ich jetzt nicht mehr mitnehmen, aber hier sind noch welche oder einer zumindest noch. Die anderen sind da auch auf der Klippe. Den lassen wir mal da liegen und die drei, die hüpfe ich jetzt nicht nochmal extra runter, aber... Nee, also das Pferd kann ich nicht rufen. Wir sind hier gerade wirklich reittechnisch auf uns alleine gestellt. Da müssen wir hin. Und ich Mitte oder wie? Warum wackel ich denn so? Was ein Schuss. Thank you.
Den hätten wir auch. Den haben wir auch. Guck mal, langsam habe ich es drauf mit dem Zielen. Haben wir jetzt alle? Looten! Rette Sean, ja, das hat schon... Der liegt doch jetzt einfach nur da rum, oder? Quick, Arthur, bevor any more show up. Ihr seid mir ja welche. Ihr seid mir Gesetzlose. Wir kämpfen ums blanke Überleben. Und was macht ihr? Ja, ja, wir holen dich ja darunter. Machen wir schon. Den hier noch. $3, nice. Und den hier noch. Ja, guck mal, die Rettungsaktion hat sich ja mal richtig gelohnt. Ach, so viel Waffenöl, ne? Jaha. You know, you're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Do we get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this gang. The bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine y'all miss me a lot. But fear not, the joy is back in your lives now. Ja, das war doch mal ein voller Erfolg. Cool, ein Tomahawk. So eine Indianerwaffe. Ein einfacher Tomahawk ist mit einem leichten Holzschaft und einem schmalen Kopf. Nein, nicht ist, sondern mit. Diese kampfstarke und schnelle Wurfwaffe ist ideal für überraschende Fernangriffe, lässt sich aber bei Bedarf auch als Nahkampfwaffe benutzen. Kann bei manchen weniger angesehenen Händlern gekauft werden. Oder man spart sich das Geld und sammelt den Tomahawk nach dem Wurf wieder ein. Okay. Alles klar. Oh, da ist mein Pferd wieder. Hey, Black. Oh, du bist so ein Feiner. Oh, du bist so eine treue Seele, Black. Oh. Das ist so süß gemacht mit den Pferden. Ach, ganz ehrlich, Leute, ich liebe das einfach nur. Das Spiel, das gefällt mir so super gut. Oh. Ist alles gut. Oh, sorry, boy. Oh, tut mir leid, dass ich dich nicht mitnehmen konnte. Aber jetzt sind wir ja wieder zusammen. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle für heute von euch. Ich bin gesucht. Oha. Ich würde sagen, ich, vielleicht kann ich hier noch die anderen...
plündern. Oha, ich sollte hier schnell weg. Ich hau hier mal schnell ab. Denn da kommen Gesetzeshüter. Den will ich jetzt nicht in die Arme laufen. Hallo Wildpferde. Ich glaube nicht, dass du mich als Partner haben möchtest. Ich sehe gerade keine mehr. Was haben wir denn hier? Da ist noch eine fremde Person. Okay. Ja gut, ich würde mich aber jetzt für heute von euch verabschieden. Der Gesuchtstatus ist langsam weg. Was haben wir jetzt für ein Kopfgeld? Ich will es gar nicht wissen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Also macht's gut und bis dahin. Tschüss!